In diesem Video zeige ich dir die wohl beste Übung, die ein Golfer machen kann, um seinen Golfschlag zu verbessern. Also bleib dran, wir starten jetzt. Falls wir uns zum ersten Mal sehen, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du das möchtest, dann würde ich dich bitten, dass du meinen Kanal hier unten abonnierst und die Notifikationsglocke daneben anklickst. Das ist sehr wichtig, damit das funktioniert. Und dann werden wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. Es gibt ja wirklich viele, viele Übungen, die Golfer helfen können, einfach den Ball besser zu treffen und weiter zu schlagen. Aber diese Übung, die ich dir jetzt zeige, ist wahrscheinlich eine, die sich ja wirklich fast jeder Hobbygolfer einmal ansehen sollte. Auch wenn sie sehr einfach wirkt, ist sie es nicht. Und zwar, es ist eine Übung, die dieses leidige Thema Löffeln betrifft. Ich würde wirklich sagen, dass ja, wahrscheinlich 98% aller Hobbygolfer mit diesem Problem infiziert sind. Also wirklich jeder hat das Problem, dass der Schläger zu früh hier hinauf geht, dass die Hände rechts vom Ball sind im Treffmoment. Und das Problem an diesem Schwungfehler ist ja, dass man ja nur einen ganz kurzen Moment hat, wo unten der tiefste Punkt ist. Es ist wie ein Pendel, wenn man so hier und hierher geht, dann sieht man, dass das hier unten nur ganz kurz einen tiefsten Punkt hat. Und es wird auch viel besser, wenn man hier eine lange Phase hätte, wo man der Schlägerkopf entlang gehen würde. Dann würde man doch den Ball wesentlich besser treffen, oder? Ja, und wenn man das möchte, muss man aber es schaffen, dass der Schaft links vom Ball ist im Treffmoment. Wenn ich den Schaft links habe, dann kannst du sehen, dass ich hier, sofern ich auch die Arme durch den Treffmoment durch, beginne eher in die Streckbewegung zu bringen, dass ich hier eine lange, flache Phase hier unten bekomme. Und das ist etwas, was ich möchte, dass gerade meine Schüler wahrnehmen, dass wir den Schlägerkopf eigentlich sehr lange flach am Boden entlang führen. Und dazu ist es unbedingt notwendig, dass der Schaft nach links geneigt ist und nicht rechts im Treffmoment. Ja, das klingt jetzt super, super einfach, aber ist es natürlich nicht. Warum machen das dann so viele? Und auch die, die das wissen, schaffen es nicht sofort. Und ich glaube, das eines der Probleme ist das, dass man das viel zu schnell trainiert und mit viel zu viel Tempo trainiert und dass man einfach dem Kopf nicht die Zeit lässt, das Gefühl zu lernen, das man braucht, um den Schaft nach links zu bringen, weil es benötigt ja nicht nur die Hände links, sondern es muss auch der Körper in einer gewissen Position sein. Eine der besten Übungen, die ich wirklich kenne, ist, dass man den Schaft eben am Start nicht nach links geneigt hat, sondern wirklich eher schnurgerade. Und das kann man mal so einen kleinen Probeschwung machen und ich möchte, dass er wirklich nur so einen halben Meter lang ist. Wirklich, schaut, das ist wirklich nur bis hierher. Meine Hände sind jetzt beim rechten Oberschenkel und ich möchte, dass du jetzt retour schwingst, aber in dem Moment, wo du den Boden hier triffst, sind die Hände links und hier stoppe ich auch. Jetzt kann ich das kontrollieren. Ich fange neutral an, ganz kurz und jetzt bin ich hier. Ich habe jetzt hier einen großen Radius zwischen meinen Händen und meiner Brust. Der Schläger zeigt noch hinunter und ich habe immer noch den Schaft nach vorne geneigt. Und wenn ich jetzt diese Übung hier so mache, neutraler Schaft und dann hier nach vorne, das habe ich sogar schlecht getroffen, also das kann passieren, dann habe ich mein Gefühl, wie die Hände und eventuell auch wie der Körper im Treffmoment sein soll. Viele Hobbygolfer, die das ja bereits wissen, dass der Schaft nach links geneigt ist, haben dann die tolle Idee, dass sie schon sagen, okay, wenn das so ist im Treffmoment, dann gebe ich ja den Schaft schon nach links und bleib so und schwing einfach durch. Ja, das funktioniert vielleicht nur bei einer kurzen Bewegung, aber bei einer langen wird das nicht funktionieren. Und zwar ist es so, dass wenn du ja den Ball triffst, ist ja der Schaft ja nur leicht nach links geneigt. Und wenn ich jetzt hergehe und den ganzen Schaft exzessiv nach links nach vorne neige, so wie hier zum Beispiel, eben mit dem Gedanken, dass ich nachher so im Treffmoment ankomme, dann würde ich tatsächlich so ankommen,
den Ball ja gar nicht treffen, weil ich auch gar kein Loft mehr habe und weil die Kante hier schon komplett hier hinunter zeigt. Also ich würde sehr große Probleme mit dem Kontakt haben. Das heißt, es reicht, wenn der Schaft nur leicht nach links geneigt ist. Aber wenn ich eben schon so weit nach vorne geneigt bin, das werde ich dann mit der Zeit irgendwie überknausern und dann werde ich beginnen, das Gewicht auf den rechten Fuß zu verlagern und ein bisschen ja, eben genau diese kleine Löffelbewegung zu machen. Dann kann es vielleicht sein, dass sogar sich das wirklich ausgeht, dass der Schaft im Treffmoment in einer guten Position ist. Aber das ist kein lang anhaltendes, gutes Konzept. Irgendwann wirst du beginnen, am rechten Fuß zu stehen. Irgendwann wirst du beginnen, dass du das dann trotzdem noch mehr machst als notwendig. Und deswegen ist es bei dieser Übung ebenso wichtig, dass du mit einem neutralen Schaft beginnst und dann dich in eine Vorwärtsneigung nach vorne arbeitest, auch wenn es nur ein ganz kleiner Schwung ist. Das wird dir sehr helfen. Und gerade der Winter ist eine perfekte Zeit dafür, das zu lernen mit einer kleinen Bewegung. Und wenn du das dann schon etwas umsetzen kannst, dann kannst du beginnen, das in etwas vollere Bewegungen zu machen, vielleicht zuerst einen halben Schwung und dann einen Dreiviertelschwung, aber du möchtest auf alle Fälle nicht so beginnen. Und wenn wir schon beim Training sind, bei kleinen Übungen im Winter, dann passt da natürlich perfektes Putten dazu. Und hier oben findest du ein Video, wo ich dir zeige, was du beim Putten im Winter trainieren kannst. Schau dir das bitte an, das ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen und ich hoffe, wir sehen uns dann drüben auf der anderen Seite. Tschüss!